Extra. Ich glaube, wenn ich ein Setting hätte, das das Soziale ersetzen könnte, und zwar nicht nur einmal in der Woche, wie jetzt die Schauspielschule ist, sondern einfach jeden Tag, und halt auch mit meinen Symptomen akzeptiert werde, dann wird es, glaube ich, weniger werden mit der Zeit. Ich bin Mario und hatte bestimmt schon 30, 40 Klinikaufenthalte stationär in der Psychiatrie und es ist mittlerweile mein bester Schutzort geworden. Also es hat direkt nach dem Realschulabschluss angefangen. Das war noch am 2.8.2016. Das Datum, da hat es angefangen, ja. Mit 15, 16 habe ich mich auch das erste Mal verliebt. Schön. Und dann hatte ich eben Zwänge im Sinne von, ich könnte durch meine Zwänge beeinflussen, ob mich das Mädchen auch liebt oder nicht. Und dann kamen halt so komische Sachen wie, wasch dich 20 Mal am Tag, dann liebt sie dich, oder dusch dich 20 Mal am Tag. Ich konnte auch nirgendwo alleine sein, weil ich immer den Gedanken hatte, ich hätte jemanden umgebracht und musste das immer wieder nachprüfen, obwohl ich wusste, ich habe nichts getan. Irgendwann habe ich dann einen Bericht über Schizophrenie gesehen, wo ich mir dachte, oh, irgendwie fühle ich mich ein bisschen angesprochen, aber das kann ja nicht sein, ich bin ja nicht bekloppt. Und dann bin ich eben zu einer Psychiaterin. Und die hat gesagt, das klingt ein bisschen nach Zwangsstörung, könnte sein. Du solltest beobachtet werden. Das kann 6 bis 8 Wochen dauern, wir beobachten dich. Ja, dann waren es 12 Wochen. Ich war auch schon circa 40, 50 Mal in der Psychiatrie. Es ist für mich wie ein Zuhause und Ersatzfamilie geworden. Sie ersetzen Partnerschaft, sie ersetzen Freundschaft, sie ersetzen einfach ein soziales Umfeld, in dem ich mich wohlfühle und so sein kann, wie ich bin. Ich weiß halt, dass außen niemand auf mich wartet so und hier halt schon. Also wenn ich das Zimmer verlasse, ist jemand da. Egal, ob es jetzt Pfleger oder Mitpatienten oder Mitpatientinnen sind, die sind halt einfach da und es findet immer jemanden, der mit einem irgendwas macht. Und zu Hause halt nicht. Dankeschön für die Zeit. Alles Gute. Danke. Passen Sie auf sich auf und wenn Sie noch Rückfragen haben, können Sie sich auch noch mal telefonisch melden. Das ist kein Problem. Mhm. Ja, alles Gute für Sie. Dankeschön. Tschüss. 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 Also mit Einsamkeit komme ich ganz, ganz schwer klar. Ich habe vor allem jetzt Angst, dass ich heimgehe. Das Wochenende ist komplett kacke und am Montag bin ich dann sofort wieder in der Klinik. In der Grundschule hat es angefangen mit Mobbing. Es gab sehr viele Konflikte, auch im Dorf, wo ich gewohnt habe, wo jetzt immer noch wieder wohne, durch körperliche Gewalt. Irgendwie macht mich gesagt gerade nervös, dass hier Jugendliche ausgestiegen sind. Ich wusste, ich gehe in die Schule, werde verprügelt, wurde verprügelt. Ich bin aus dem Bus dann mittags raus und wusste, irgendwann heute wird noch irgendwas passieren. Und es ist was passiert. Ich wurde geschlagen, getreten, gewürgt.
Und die anderen Kinder und Jugendlichen haben halt einfach entweder zugeguckt oder mitgemacht. Also teilweise lag ich dann schon auf dem Boden und zwei, drei Leute haben auf mich eingetreten und einen geprügelt. Also ich bin sehr oft blutend nach Hause. Und die Eltern haben dann halt immer nur gesagt, ja, du musst dich halt wehren. Hau halt mal zurück. Und es war dann für mich einfach überhaupt keine Hilfe, weil ich kann halt sowas nicht. Hallo? Und wenn sich das dann halt irgendwie jahrelang zieht, dann, und täglich war halt immer irgendwas. So, also es gab, glaube ich, keinen Tag, wo einfach nichts mal irgendwie normal war. Mit Simon war ich von der 5. bis zur 10. Klasse zusammen in der Realschule. Er war auch in vielen Unterrichtsstunden neben mir gesessen, hat aber von dem Mobbing nichts mitbekommen oder wollte nichts mitkriegen. Es gab schon einen oder anderen, wo man eher drauf rumgehackt wurde als auf den anderen. Jetzt das Ausmaß so direkt habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also ich habe es zumindest wirklich erst in der 10. so wahrgenommen, dass es vielleicht ja, nicht das Normale ist, wie es läuft. Ich kann mir vorstellen, wenn man das halt persönlich nimmt und das einen dann selber trifft und sich dann Gedanken macht, ja, warum wurde das gemacht und dass ja, sich das in so eine Spirale nach oben schaukelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße laufe und da ist ein Riss, dann kommt plötzlich der Gedanke, wenn du auf den Riss trittst, passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und der Gedanke geht nicht weg, der bleibt da. Und wenn ich dann trotzdem drauf trete oder einfach drauf treten will, weil ich es in den Griff bekommen möchte, dann bleibt der Gedanke immer da, jetzt passiert was Schlimmes, jetzt passiert was Schlimmes, jetzt passiert was Schlimmes. Und es wird immer schneller und immer schlimmer, die Vorstellungen. Dann merke ich, dass mein Körper irgendwann nachgibt. Also das fängt an, dass mir schwindelig wird. Und dann fange ich an, verschwommen zu sehen. Dann fange ich an zu taumeln, als wäre ich betrunken. Und dann ist die Kraft weg und ich falle um. Viele sagen mir dann auch, ich muss erstmal beweisen, dass ich krank bin. Es ist halt oft so ein Unverständnis oder irgendwelche komischen Gespräche, wo ich dann einfach erklären muss, was mit mir los ist, mir aber nicht geglaubt wird. Mein größtes Problem ist, von meinen Mitmenschen mit meiner Krankheit akzeptiert zu werden. Aus ärztlicher Sicht und therapeutischer Sicht ist es eigentlich schon sehr bestätigt, dass ich meine Probleme habe und meine Diagnosen. Also das sind jetzt hier alles Entlassungsberichte von Kliniken, Zwangsgedanken und Handlungen gemischt und Suizidgedanken. Zwangsgedanken und Handlungen gemischt. Hebephrene Schizophrenie, pathologisches Spielen. Ich habe seit 2016 vielleicht 80% davon in Kliniken verbracht. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, deren Leben zu haben, aber ich kann mir das für mich persönlich halt einfach nicht vorstellen, dass ich normal leben kann. Im Moment wohne ich bei meinem Vater zu Hause. Hi. Da fahre ich gerade raus. Ich müsste um 15 Uhr an die Wohnung ankommen. Trotzdem haben wir relativ wenig Kontakt, um die Situation entspannt zu halten. Wenn, dann treffen wir uns vielleicht mal kurz, um zu besprechen, wann ich in der Woche Termine habe.
Nee, das ist überhaupt nicht leicht. Das ist, der das nicht kennt und das nicht mitmacht, kann sich nicht so richtig reindenken, klar. Das ist hart. Muss er mal anschauen. Das ist wichtig. Die Klinik ist auch 10 Minuten weg. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Flucht in die Klinik, hat's geheißen. Vermeiden. Deinen letzten Aufenthalt, weiß ich nicht, beim Entlassungsgespräch. Flucht in den Kliniken vermeiden. Man weiß ganz genau, dass irgendwann kommt wieder der Rückfall. Der kommt, also da braucht man eigentlich bloß drauf warten. Und dann ist er wieder unter unter irgendwelche Leute, die dann eigentlich in der Klinik besser tun, wie jetzt irgendwo im Umfeld. Man hat natürlich immer die Vorstellung, ja, das verwächst sich alles und irgendwann ist er dann ganz normal wie alle anderen. Und ja, eigentlich eine Ausbildung, wenn man mittlere Reife hat, sollte man Ausbildung machen. Und durch das, dass das schon gar nicht stattgefunden hat, was er nach der Schule gesagt hat, so ungefähr, jetzt will ich nicht mehr, jetzt brauche ich erst einmal Ruhe. Naja, haben wir uns auch noch gedacht, okay, kann ja mal sein, vielleicht braucht man mal ein halbes Jahr Auszeit und aber dann wird es schon weitergehen. Naja, das ist nicht weitergegangen. In der Klinik habe ich gelernt, bei steigender Anspannung durch das Unterdrücken von Zwängen nicht gleich zu Tabletten zu greifen, sondern sogenannte Skills zu benutzen. Eine Liter Ammoniakflasche habe ich mir besorgt. Die kann ich dann eben auf Papier zöpfeln und dann mitnehmen und dann riechen, dass ich aus den Gedanken oder dann auch Dissoziationen wieder komme. Oder eine Creme mit Tigerbalsam, was ich mir unter die Augen schmieren kann und extrem brennt, was dann die Gedanken auf den Schmerz lenkt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, das ist schon nicht so angenehm. Dann kann das schon mal vorkommen. Und dann ist halt blöd, dass die Leute nicht wissen, was mit mir ist. Und ich bin halt irgendwie auch immer so in Alarmbereitschaft, dass gleich irgendwie irgendwas passiert. Ja. Schauspielschule ist es mal schön, jemand anderes sein zu können und ich kann meinen selbstironischen großen Anteil da richtig gut ausleben. Ja, genau. So, super. Und wir machen die Stimme wieder lauter. Ja, wir hüpfen und lassen die Stimme einfach laufen, dann passiert Folgendes. Ich muss ja auch die ganze Zeit lachen und es ist einfach witzig, hier zu sein und auch die gute Laune der anderen geht dann auf mich über. Und ja. Wir alle sind eben zur U-Bahn gelaufen, aber Mario war etwas langsamer. Und deswegen war ich mich dann halt auch neben Mario und habe halt mit ihm reden wollen. Und dann ist er umgekippt. Er war ganz still. Ich wusste halt auch nicht, also wir waren da mehrere und das war halt schon überfordernd, wenn man sich halt nicht auskennt damit. Und dann stand ich da und niemand war mehr da und nur noch Mario und der war halt da gelegen. Ich glaube, da kann man in dem Moment als Außenstehender nicht wirklich viel machen, also. Und dann habe ich gefragt, ob ich trotzdem den Krankenwagen rufen soll, aber er meinte, nein, es geht schon. Abwarten, bis es vorbei ist. Oh, gelangt! Wolke. Längeren Zwänge sind einfach irgendwie überhaupt nicht da. Also es sind da total viele Flecken auf dem Boden und Risse, aber es stört mich nicht. So, also meine Gedanken sind einfach woanders. Eine Runde noch oder zwei? Das muss nicht sein.
Ich wünsche mir für meine Zukunft, dass ich mir ein soziales Umfeld aufbauen kann mit Menschen, die mich wirklich lieben und vor denen ich so sein kann, wie ich bin. Und einen Weg zu finden, wie ich andere Menschen mit meinem Schauspiel zum Lachen bringen kann. Ich hoffe, der Film über meine Geschichte hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr selber betroffen seid, könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen und euch austauschen.